Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute schauen wir uns an, was das Supremum und das Infimum ist. Beginnen wir doch gleich mit der Definition der Beschränktheit. Wir nehmen eine echte Teilmenge groß A aus den reellen Zahlen. Sie heißt nach oben beschränkt, falls eine Zahl aus den reellen Zahlen existiert, die Größe gleich allen Zahlen aus der Menge groß A ist. Oder formal, für alle A-Element aus groß A existiert ein M aus den reellen Zahlen, wobei gilt, A ist kleiner gleich M. Als Beispiel nehmen wir für die Menge groß A das Intervall von minus 2 ohne minus 2 bis und mit 1. Alle Werte größer gleich 1 sind obere Schranken der Menge groß A. Alle Werte kleiner gleich minus 2 sind untere Schranken. Mengen, die untere und obere Schranken besitzen, nennt man beschränkt. In diesem Beispiel ist A beschränkt. Es gibt auch Mengen, die nicht beschränkt sind. Beispielsweise ist die Menge von minus 2 bis unendlich nach unten beschränkt, aber nicht nach oben. Das Supremum S aus den reellen Zahlen ist die kleinste obere Schranke der Menge A. Damit die Zahl S ein Supremum ist, muss sie zwei Eigenschaften erfüllen. Erstens muss sie eine obere Schranke sein und zweitens gilt, dass keine kleinere obere Schranke existiert. Formal bedeutet der Punkt 2, das gilt, für alle Epsilon Größe 0 existiert ein A-Element aus Groß A, wobei gilt, das Supremum minus Epsilon ist kleiner A. Sobald man also Epsilon vom Supremum abzieht, wird es immer ein Element der Menge A geben, das größer ist. Epsilon kann dabei beliebig klein gewählt werden. Das Infimum I aus den reellen Zahlen ist die größte untere Schranke der Menge A. Analog zum Supremum muss das Infimum die Eigenschaft einer unteren Schranke erfüllen. Und es darf keine größere untere Schranke existieren. Hier bedeutet der zweite Punkt folgendes. Addiert man ein beliebig kleines Epsilon zum Infimum hinzu, dann gibt es ein A, das kleiner als das Infimum plus Epsilon ist. Nun schauen wir uns noch kurz das Maximum und das Minimum an. Wenn das Supremum von A in der Menge A liegt, dann nennt man das Supremum auch Maximum. Ähnliches gilt auch für das Infimum. Ist das Infimum von A in der Menge A vorhanden, so nennt man diese Zahl auch Minimum. Das Supremum und das Infimum gibt es auch für Folgen, aber in diesem Video gehe ich nicht weiter darauf ein. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!